Ja, moinsen zusammen und herzlich willkommen zurück zum sechsten Part von unserem Dämonenjäger. So, wir haben unsere zwei Kumpels befreit im letzten Part und Maiev hat uns aufgetragen, hinter ihr herzukommen, denn wir sollen uns gegen Gul'dan stellen. Betätigt den Hebel und das tun wir jetzt Warum auch. lässt Maiev uns frei? Dafür kann es nur einen Grund geben. Na, ja, wir werden angegriffen, Leute. Die Zieht eure Gleben. Weltform ist hier. Ich hoffe, Und Maiev macht rein. keinen Fehler, einen Dämonenjäger wie euch zu befreien. Natürlich nicht. Wir sind Ich die halte die Besten. Stellung. Wo müssen wir denn hin? Ne, da hinten gibt's... Ah, wir kriegen Quest. Was tun wir hier? So. Jungs, gib mir mal was. All diese Jahre in Gefangenschaft haben ihre Spuren hinterlassen. Im Verlies wimmelt es nur so von Dämonen. Tötet sie und stärkt euch an ihren Seelen. Nehmt 100 Energie von gefallenen Dämonen in euch auf. Tod der Legion müssen warten. Wir haben Dämonen Ich habe alles geopfert. So. Was habt ihr aufgegeben? Seht dort unten, wir sind zahlenmäßig weit unterlegen. Wenn wir wünschen, nee, wenn, was? Wenn wir wünschen, diesen Ort lebend zu verlassen, werden wir mehr Verbündete brauchen. Befreit die anderen Illidari-Gefangenen in den Zellen dieser Kammer. Jetzt kommt es auf jeden Kämpfer an. Falls Okay. wir uns öffnen wollen, unsere Welt vernichten. Wir müssen unsere Verbündeten befreien. Dann würde ich sagen, wir gehen mal runter, weil ich kann ihn nicht so anklicken wie die eben. Von daher charge ich mal da rein. Wir müssen ja sowieso ein paar Dämonen killen. Bam, bam. Oh, 10, 11 schon aufgenommen. Nice. 22. Was geht hier vor sich? Wir haben noch nicht so viele Dämonen vernichtet. So, ein Portal kaputt gemacht. Aber wie können wir die jetzt befreien, die Leute? Ach doch, wir können einzelne anklicken. Scheint mir so. So, den hauen wir noch schnell weg. 46, nice. Wir sind schon fast bei der Hälfte. Wir haben hier ein Ramob. So, den befreien wir jetzt erstmal hier. Hammer. Gut. Wo ist er denn? Da drüben. Kriegen wir den so? Ach, da hinten, da hinten. Ah. Da ist er. So, mein Hübscher, dich machen wir, dich machen wir. Oh, und ob, mein Hübscher. Ich mach dich platt, Junge. Das glaubt mal. Bam, verfehlt. Nein, wir haben ihn gekriegt. Oh, das war der Strahl. Okay, da sollten wir definitiv beim nächsten Mal aufpassen. Können wir uns bewegen? Ja, okay. Ich dachte, wir wären eingeschüchtert oder irgend so ein Mist. Was auch immer die für Attacken haben. Hier, jetzt hat er ein Schild, da gehen wir mal hinter ihn. Das kennen wir ja auch noch aus der... Hey! Von der Feuerprobe. Da gab es auch solche Gegner. Bah! Was haben wir denn Schönes? Schmuck! Anlegen. Eure Angriffe haben eine Chance, eure Beweglichkeit für 12 Sekunden um 2000 zu erhöhen. Ja, lieben gerne, ne? 680. 678 sind wir schon. Und wir müssen noch Leute befreien. Können wir hier welche holen? Jo, da. Oh, oh nein, ich hab hier die Zeit vergessen. So, nochmal neu. Ja, es passiert, wenn man ein bisschen was hintereinander aufnimmt. Aber sollte uns ja jetzt nicht stören, ne? Wir machen jetzt einfach nochmal 10 Minuten voll. Kommt darauf an natürlich, ob wir das Ende jetzt hier auch hinbekommen oder ob wir da noch ein bisschen was brauchen, ne? Wenn das kurz vorm Ende stehen, bräuchten wir jetzt nicht unbedingt noch mal neu starten oder beziehungsweise einen neuen Part machen. Und da noch mal irgendwie über 2 Sekunden oder so. Es ist nämlich, ich sag's euch nur, ein Tag nach Release vom Dämonenhunter. Das heißt, wir haben noch sehr, sehr viel Zeit bis zum Release von Legion. Ungefähr, ja, ich sag mal so 2,5 Wochen, 3 Wochen. Und ich hoffe einfach, dass die Folgen, die ich jetzt aufgenommen habe, reichen, ja, um die Spanne zu überbrücken von Release Dämonenhunter zu Release Legion und 2 Wochen noch drauf. Nein, wir werden hier bestimmt nicht
irgendwo eintreten, denn wir gehen zu Crafts Army. Was ich damit meine, ist halt, dass ich zum Release 2 Wochen Urlaub habe. Erstmal ist bei uns Erntefest im Dorf. Alle, die nicht wissen, was das ist, guckt nach. Ist eine geile Sause. Kann man immer mitmachen, eigentlich. Sollte man mitmachen, wenn man auf dem Land lebt. Sollte man sich dementsprechend auch nicht verweigern dagegen, ne? Mega geil, macht Spaß. Und von daher habe ich eigentlich die ersten 2 Tage Urlaub. Das passt rein zufällig zum Start von Legion. Und ich glaube, der Part, beziehungsweise der letzte Part war dann, also ich weiß nicht, wann der jetzt hier kommt, ne? Ich kann das jetzt hier kurz ausrechnen oder so, aber da ich damals noch nicht wusste, ob ich jetzt hier ein Part oder 2 Parts gleichzeitig rausbringe, das weiß ich nicht und das werdet ihr jetzt wissen schon, ne? Ihr habt ja schon geguckt und ihr wisst, wie viele Folgen ich schon rausgebracht habe. Haha, von daher sollte das ja kein Problem sein. Nur als Info, wann ich das aufgenommen habe und was ich hier dann erzähle, ist natürlich alles in der Vergangenheit. So, gut, was haben wir denn noch? Wir haben da oben noch 2, die wir befreien müssen. Und wir haben 93% schon geschafft. Kriegen wieder 188.000. Ist schon echt heftig. So, den haben wir befreit. Und jetzt bin ich schon wieder runtergefallen, weil da müssen wir eigentlich hin. Gut, hier. Na, so. 8 von 8. So lässt sich's leben, würde ich mal so behaupten. Bam, reingecharged. AOE-Attacke angeballert und die Leute weggemetzelt. So, wir sind durch. Natürlich looten wir die noch. Ist ja logisch. Mensch. Und gehen hier raus. Oh, wir haben aber noch ein bisschen was vor uns. Sollte aber machbar sein. Oh. Junge, jetzt habe ich den 6. Part aufgenommen. Hintereinander, Leute. Das ist... Oh, jetzt bin ich kurz leise. Das passt sehr gut. Also hat sich die verzweifelte Wächterin an ihre Feinde gewandt. Gebt auf, Dämonenjäger. Wer das Verlies verlassen will, muss an mir vorbei. Okay. Ich dachte, da kommt jetzt noch was. Also, 6 Parts hintereinander aufgenommen. Man merkt das schon langsam an der Stimme bei mir. Wohl Also, ich wahr, merke hätte es. diese Kammer Also. nie betreten können. Eine Wächterin hat mich verraten. Das ist Auch also. ich habe den Verrat meiner Leute gespürt. Das bedeutet, das ist alles noch vor dem Hörspiel, was rausgekommen ist. Geil. Ich kann euch sehen. Was wollt ihr? Euer Gesicht hat wieder Farbe angenommen, Xermatu. Ja, aber nur leicht, ne? So ein bisschen PC-Bräune, das läuft hier. Wir wussten, die Illidari würden zur Verteidigung dieser Welt gerufen werden. Aus diesem Grund haben wir alles geopfert, um zu werden, wer was wir sind. Bam! Leute, Stufe 100. Ich kann es nicht glauben. Zauberschutz aufladen, obere Schwarzfeldspitze, yeah, was geht. So, was haben wir jetzt hier bekommen und was habe ich vergessen, na, auszustatten? Sperrt er den Mond 1 Minute lang ein, Schaden bricht den Effekt. Okay, wir können den Mond stunnen, so gesehen. Das haben wir alles. Zauberschutz aufladen, verringert 6 Sekunden lang den erlittenen Magieschaden um 30% Magieschaden, das können wir da hinpacken. Zeichen der Flamme, platziert ein Zeichen der Flamme am Zielort, das sich nach 2 Sekunden aktiviert. Fügt allen vom Zeichen getroffenen Gegnern sofort 9000 Feuerschaden zu und weitere 10.000 Feuerschaden im Verlauf von 6 Sekunden. Oh, wir haben mehrere Zeichen. Oh. Okay, passt auf. Dann packen wir die doch mal hier hin. Nee, packen wir hier hin. So, was haben wir hier noch? Zeichen der Stille. Platziert ein Zeichen der Stille am Zielort, dass der bla bla. Okay, das ist immer gleich. Bringt alle Gegner im Effektbereich des Zeichens für 6 Sekunden zum Schweigen. Und was haben wir hier? Lässt alle Gegner im Wirkungsbereich vor Angst erstarren. Oh, okay, passt dann. Das ist Schaden. Schaden ist immer gut. Schaden packen wir mit hier oben hin. Das sollten wir definitiv mitnutzen. Und dann die Stunts, die können wir hier unten hinpacken. Gut, haben wir alles. Und wir kriegen von Maiev einen neuen Die Wächterin Auftrag. der Legion wird fallen.
Boah, wir sollen echt gegen Gul'dan fighten. Oh, geil. Nach seinem Tod im Schwarzen Tempel brachten wir Illidans leblose Hülle hierher, wo sie bis ans Ende der Zeit ruhen sollte. Gul'dan konnte unsere Verteidigung durchbrechen und versucht nun, den Körper des Verräters an sich zu reißen. Selbst am Tod kann Illidans Körper der Legion von Nutzen sein. Gul'dan darf ihn nicht bekommen. Was kriegen wir hier? Dämonenstachel. Geil. Oh, Video. Da ist ein Schatz. Seht ihr das? Illidan Sturmgrimm. Endlich treffe ich den großen Verräter. Er wird also Azeroths Untergang sein. Bald. Der Körper ist kalt, doch seine Seele wehrt sich noch. Wir haben Arbeit vor uns, bevor er bereit ist. Beeilt euch, die Wächterinnen kommen und die Illidari mit ihnen. Sie sind verzweifelt. Illidan, ihr gehört nun zur Legion. Okay. Cordana, dafür kommt ihr vor den Hohen Rat. Ihr könnt mich verurteilen, Schwester, aber ihr könnt uns nicht aufhalten. Ihr seid zu spät, Wächterin. Dieses Verlies wird euer Grab sein. Dämonenjäger, ihr müsst überleben. Sucht Erzmagier Khadga. Ihm könnt ihr vertrauen. Illidan gehört immer noch mir. Okay, sie geht natürlich hinterher. Wir sind auch am Start. Und was sollen wir jetzt machen? Sollen wir abhauen? Zermalmt. Zermalmer und Hammer getötet und Macht übernommen. Hallo? Hallo? Ist das euer Ernst? Ich möchte gerne... Oh, nein, das ist nicht euer Ernst. Resetten die jetzt oder nicht? Ah, sehr geil. So. Junge, ich dachte schon. Ich dachte schon, da kommt jetzt nichts mehr. Ey, das wäre es jetzt gewesen, Mann. Nicht von alten Zeiten, Altruist. Ihr habt Illidan verraten. Ihr habt uns alle verraten. 10.000 Jahren der Gefangenschaft war Illidan der Teufelsenergie erlegen. Als er befreit wurde, war er nicht mehr bei Verstand. Er hat dagegen angekämpft, so wie wir alle. Wir hätten ihm vertrauen müssen, Altruist. Ihr Illidan blind nachgerannt, selbst als er vom Weg abkam. Er hat schwere Entscheidungen getroffen. Er hat alles geopfert. Was habt ihr aufgegeben? Ich habe so hart gekämpft wie der Rest. Doch habe ich nicht tausende Unschuldige getötet. So, wir haben den beiden mal zugehört. Mal gucken, was wir jetzt haben. Ausgezeichnet. Ihr habt diesen Schläger die Kraft rauben können. Seht nur, wie stark ihr jetzt seid. so, ihr habt Maiev gehört. Wir müssen hier verschwinden. Es gibt einen Aufzugsschacht am anderen Ende dieser Gewölbe. Wir müssen ihn erreichen. Okay. Immer daran. Es gibt, ihr habt die Wächterin gehört. Nur wir können die Legion besiegen. Wir müssen von hier entkommen. Da ist ein Schatz, aber das ist auch nichts Wichtiges. Ihr vertraut der Wächterin? Sie hasst uns fast so sehr wie die Legion. Ihr traut niemandem und glaubt an nichts, Altruis. Ihr seid ein Anführer ohne Anhänger. Gut. Okay, wir müssen hier links lang. Da ist noch ein Ramor. Den schnappen wir uns noch. Obwohl, ich weiß jetzt nicht, ne? Wir hören jetzt erstmal nicht auf. Wir laufen jetzt hier mal schnell durch.
Wir kämpfen in Fürst Illidans Namen. Und machen einfach ein bisschen längeren Part. Ich glaube nämlich, dass das jetzt hier schnell vorbei sein kann. Und dafür nochmal einen kleinen Part zu machen, wäre Quatsch, würde ich jetzt mal behaupten. Wir holen uns jetzt noch den Ramob und gucken mal, was hier mit dem abgeht. Bam, bam, Junge. Oh, oh. Kicken. Siegel drauf. Und können wir das Siegel auch noch draufsetzen? Haha, gleich betäubt. Hihihihi. Bah, okay. Kick. Jawohl, Kick ist immer ready. So muss das sein. Oh, das breitet sich aber hier gut aus. Kick ist nicht ready jetzt. Aber das sollte nicht unser Problem sein, würde ich mal so sagen. Gleich aufgewertet, halt 96, Leute, wie geil ist das denn? Was haben wir denn jetzt? 680 genau. Na, ob da nicht nochmal was Vernünftiges bei rumkommen könnte mit den Gläven und so, dass wir auf über 680 kommen? Oder war es das schon? Was meint ihr? Ah. Okay, ich lasse mich mal überraschen. Kain und Altruis sind vorausgeeilt. Nehmt diese Teufelsfledermaus und folgt ihnen. Okay, machen wir. Ansonsten teile ich den Part halt, ne? Oh, jetzt müssen wir kurz zuhören. Doch meine Dämonen haben das gesamte Verlies eingenommen. Auf euch wartet nur der Tod. Gut, als Info, ich glaube, das dauert doch noch ein bisschen länger hier. Pass mal auf, wir machen jetzt einen Cut, ansonsten schneide ich das einfach dahinter. Ja, und dann hören wir uns das, schneide ich euch das wieder zusammen. Ansonsten, ne, haben wir noch einen siebten Part. Also Leute, macht es gut, bis entweder bis gleich oder bis zum nächsten Mal.